Er gehört zu den sichersten und ältesten Finanzinstrumenten am europäischen Kapitalmarkt, der Pfandbrief. Friedrich der Große hatte vor über 250 Jahren die Grundlagen für den ersten Pfandbrief gelegt. Seitdem wird er für seine Stabilität und Krisensicherheit von Investoren geschätzt. Aber wie funktioniert er eigentlich? Der Pfandbrief ist eine gedeckte, verzinsliche Schuldverschreibung. Gedeckt heißt, der Pfandbrief ist durch Deckungswerte zusätzlich abgesichert. Ein Beispiel. Max erhält einen Kredit für seine Wunschimmobilie von einer Pfandbriefbank. Die Immobilie dient als Sicherheit für die Bank. Zahlt Max den Kredit nicht zurück, kann die Bank ein gerichtliches Versteigerungsverfahren einleiten und aus dem Erlös den geschuldeten Kreditrestbetrag erhalten. Für den Kredit an Max und an viele andere Hauskäufer braucht die Bank selbst Kapital. Dafür emittiert sie Pfandbriefe am Kapitalmarkt. Investoren, die Pfandbriefe kaufen, erhalten Zinsen und die Sicherheit, dass sie ihr Geld zurückerhalten. Denn der Kredit an Max ist über die Immobilie abgesichert. Diese Absicherung wird beim Pfandbrief als Deckungswert verwendet und wird im sogenannten Deckungsregister der Bank eingetragen. Das Volumen aller Deckungswerte muss größer sein als das Volumen aller Pfandbriefe. Deckungswerte gelten als zusätzliche Sicherheit im Falle einer Insolvenz der Bank. Die Begebung von Pfandbriefen basiert auf dem Pfandbriefgesetz. Nur Banken, die eine Pfandbrieflizenz haben, dürfen Pfandbriefe ausgeben. Treuhänder überwachen die Deckungsregister und die dort eingetragenen Werte. Das macht ihn so interessant für Investoren, die stabile, krisensichere Anlagen suchen.